Leute, Paschanim hat endlich mal wieder einen Song gedroppt. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby girl, ruf ich an, schuh dich ab. Kleiner Prinz ist der erste neue Pascha-Song seit mehr als einem halben Jahr. Murakami LV, Jackie Backblow. Ja, du bist so flay, du stehst in ihre Show. Und ich finde den Song auch gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das von ihm alles schon mal gehört. Was ich von Kleiner Prinz halte und warum ich mir wünsche, dass Paschanim sich auf seinem neuen Tape mehr traut, das seht ihr jetzt. Zuallererst mal ist Kleiner Prinz ein stabiler Song und wie immer definitiv Kandidat für den Sommerhit des Jahres. Berlin Sommer Polo Sport, True Religion 97er Max. Und mein Shirt, das ist weiß, da steht Kreuzberg 61. Lyrics übers in Kreuzberg Connern, check. Sommernacht in Berlin Vibes, check. Catchy Hook, check. Chilliger Beat von Stickel, auch check. In den Videos sieht man das, was Paschanim in den meisten seiner Videos macht: Rauchen, rumfahren und mit seinen Leuten hängen. Onkel spielen Lotto, Nokia Scirocco. Ich sitz bei der Straße, trink Espresso mit dein Giotto. Übrigens, als ich Pascha im Anzug gesehen habe, dachte ich mir, ah, da geht wohl einer in den neuen Minions-Film. Der Song Kleiner Prinz und das Video dazu sind stimmig, aber ich finde, das Ganze hat auch was von Stillstand auf hohem Niveau. Ich versuche mal zu erklären, was ich meine. Dass Paschanim 2019 so huge geworden ist, lag daran, dass er einen komplett eigenen Signature-Sound geschaffen hat und gleichzeitig gefühlt auf jedem neuen Track anders klang. Shabab Spotten zum Beispiel war ein ziemlich straighter Banger. Dicker Bass, stumpfe Hook, wie für den Moshpit gemacht. Hauseingang war eher deep und melancholisch. Ich zieh kleine Scheine in mein Hauseingang. Dieser ruf mich an, wenn du rauskommen kannst. Und Airwaves war dann ein Haustune, bei dem sich viele gedacht haben, was kann der Typ eigentlich nicht? Prada fließt ab 20 bei, im Boxershorts aus Türkei. Schlechte Zeiten gehen vorbei, iPhone 11 auf Big Fish Eye. Mit der EP Junge CEOs 2 hat Paschanim dann Ende 2020 nochmal alle überrascht. 3 Tracks, keiner länger als 2 Minuten, Songs wie Sprachnachrichten um 3 Uhr morgens. Das hatte etwas Unfertiges, was Skizzenhaftes, wie eine gut produzierte Demo. Das war damals im Deutschrap super spannend und neu. Ich trinke Sodas aus UK, ich bin so gassed up. RB und ich, wir sind ein Team, wir sind so ganged up. Ich flieg nach Istanbul und smoke Lot und Beşiktaş. Ich konnte Liras Lauf Lash mitten in der Nacht. Dazu passt Paschanims Release-Strategie. Keine Dauerbeschallung, dafür immer mal wieder aus dem Nichts neue Häppchen, die dann von den Fans reinschnabuliert werden. Zwischen einzelnen Releases vergeht also viel Zeit. So viel Zeit, dass es Gerüchte darüber gab, ob Paschanim von Clan-Mitgliedern erpresst wird und deshalb keine neuen Songs rausbringt. Ich habe von Künstlern gehört, die hier in Berlin gerade den Hype des Jahrhunderts haben, aber weiß nicht, Alter, nur bedingt irgendwie 2, 3 Songs im Jahr rausbringen, weil die schon nach ihrer ersten Nummer so Erpresser an der Backe hatten. Diese Gerüchte hat Paschanim dann auch letztes Jahr direkt in einem Song aufgegriffen. Sie hat gehört, ich werd erpresst und sie fragt mich, ob es stimmt. Aber Baby, ich bin gut, glaub mir, das ist alles tough. Und sie schreibt mir um 3 in der warmen Sommernacht. Jetzt also Kleiner Prinz. Der Titel kommt von der Geschichte Le Petit Prince von Antoine de Saint-Exupéry. Als Kreuzberger Native hat sich Paschanim natürlich die Berliner Version der Kleine Prinz geholt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das eigentlich Wichtige ist für die Augen unsichtbar. Kanntet ihr das Buch? Und wenn ja, woher? Schreibt's mir in die Kommentare. Für alle, die's nicht kennen, ein Junge reist alleine durchs Universum. Es geht um die ganz großen Themen wie Erwachsenwerden, Liebe, Einsamkeit. Diese Themen hat übrigens Dead Dog von BHZ in seinem Song mit demselben Titel vor ein paar Jahren auch schon verhandelt. Ich bin allein auf der Welt, denn ich bin der kleine Prinz. Dead Dog bzw. Pascha, die als kleine Deutschrap-Prinzen trotz des Fames und Erfolgs alleine durch die Welt laufen, find die Referenz erstmal ganz cool. Aus 61 in die weite Welt, Kinderzimmer, Digi-Vago und Designer Belts. Lehrer sagen, ich hab ADHS, ich bin all dressed stabil, Gucci, Prada, MS. Bei Paschanim wird die Reise des Prinzen dann innerhalb des Songs zum Weg des Kriegers. Leute, ich rede natürlich von dieser Line hier. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus. Das ist eine Anspielung an den Klassiker Sonnenbank-Flavor von Bushido. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, Album holen. Manche Leute sagen, dass Kleiner Prinz auch vom Beat total nach Sonnenbank-Flavor klingt.
Seht ihr das auch so? Schreibt's mir in die Kommentare. Trotzdem hat Kleiner Prinz für mich musikalisch weniger mit Nullerjahre Gangster-Rap zu tun, als mit dem Song Sommergewitter. Vibig, schön langsam, mit dieser Akustikgitarre, die mich an einen ganz bestimmten 90s-Song erinnert. Wie gesagt, Kleiner Prinz ist ein stabil guter und interessanter Song, den ich gern höre. Aber irgendwie fehlt mir da am Ende so ein bisschen die Tiefe, die Abwechslung, die Inspiration. Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Gerade in den Lyrics. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die in Paschanims Songs immer und immer wieder erwähnt werden. Berlin bzw. Kreuzberg natürlich, Nike und Prada, Sackerwasser und die Musik der US-Rapper Kodak Black und TK. Ich hör TK Lemonade und trinke ein Lippen und ich würde mich und deine Freunde ein bisschen schippen. Diese Marken und Buzzwords gehören natürlich zu der Welt, in der Paschanims Songs spielen, irgendwie dazu. Für viele Fans sind das Symbole, die sie mit Pascha und seinem Image als Kleinticker mit Herz verbinden. Aber ich sag's ganz ehrlich, noch einen Song, in dem auf der Möckernstraße gechillt und über den Mehringdamm gefahren wird, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Interessanter finde ich da, was in der zweiten Strophe von Kleiner Prinz passiert. Da ist einmal diese Line. Konfiguriere in Panamera auf mein iPhone 8. Das ist quasi das Update zu dieser Line aus Sommergewitter. Von iPhone 5 und Porsche Cayenne zu iPhone 8 und Porsche Panamera. Die Message dahinter ist klar. Zeiten ändern sich, Paschas Kontostand auch. Das liegt daran, dass Paschanim kein Berliner Underground-Geheimtipp mehr ist, wie zu Beginn seiner Karriere, sondern das, was Bushido auch irgendwann mal geworden ist. Ein Star. Tour Life, Nightliner, morgen noch in deiner Stadt. Konfiguriere in Panamera auf mein iPhone 8. Erste Mal Festivals, Mainstage, Abo Glitch, Kickdown, Sportscar, Hin- und Rückfahrt geblitzt. Vor kurzem hat Paschanim beim ersten Wochenende vom Splash gespielt. Kolleginnen von mir, die da waren, haben gemeint, dass der Auftritt zwar gut ankam, aber man gemerkt hat, dass Paschanim auf der Bühne noch so ein bisschen unsicher ist. Wer von euch hat Paschanim auf Splash oder Frauenfeld gesehen? Schreibt's mir in die Kommentare. Es ist ja auch vollkommen okay, wenn Paschanim aktuell live noch so ein bisschen ungelenk ist. Während der Pandemie zum Star werden und dann von 0 auf 100 auf die Mainstage gebucht werden, das ist schon auch heftig. Aber die Erwartungen an Paschanim sind mittlerweile eben extrem hoch. Und ich glaube, nicht nur bei mir. Ist vielleicht ein bisschen unfair, aber gerade weil der Hype um Paschanim und seine Playboys Mafia so schnell, so krass war, ist Level halten gefühlt irgendwie nicht genug. Dass Pascha mit seinen Stories über Berliner Nächte, Packs abpacken und Handyromanzen Leute abholt, ist längst klar. Ich würde mir wünschen, dass er sein Themenfeld jetzt ein bisschen aufzieht. Mehr ins Persönliche geht oder ins Storytelling oder eben ignorant. Mich einfach mal wieder überrascht mit, ja, was weiß ich was. Die Chancen, dass das bald passiert, stehen ganz gut. Talent hat er ja eh und laut Kleiner Prinz kommt diesen Monat noch ein neues Paschanim-Tape raus. Ich hab auf jeden Fall Bock. Was meint ihr? Wie findet ihr Kleiner Prinz und in welche Richtung hofft ihr, dass es jetzt bei Paschanim als nächstes geht? Schreibt's mir in die Kommentare. Den Beat zu Kleiner Prinz hat übrigens der Österreicher Stigal gemacht und mein Video über ihn und seine lange Karriere findet ihr hier. Hey, wir sind außerdem jetzt bei TikTok, checkt das doch gerne mal aus und ihr könnt natürlich immer gerne ein Abo dalassen, macht schön die Glocke an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, bis nächste Woche.